Hallo Freunde, herzlich willkommen zurück. Eine kleine weitere Folge 3 Sternehof. So, ich muss mir jetzt gerade noch mal schnell was öffnen. Und zwar eure ganzen vielen Kommentare von der letzten Folge. Also es ging querbeet, ich hatte sehr viel zu lesen. Und da gucken wir jetzt gerade mal. So. Da. Sternehof Folge 3, Landwirtschaft früher und heute. So, ja, da sind wir. So, jetzt können wir weitermachen. Ich hatte eben eine Folge aufgenommen, aber mein Mikrofon war nicht an. Warum auch immer. Also eingesteckt war alles. Ich habe jetzt mal Mikrofon rausgezogen, nochmal neu eingesteckt. Und da ging es dann komischerweise wieder. Da war jetzt nichts Weltbewegendes, aber ich hatte eine ganze Folge gebabbelt und deswegen nehmen wir das Ganze jetzt nochmal auf. So. Wie eben schon erwähnt, Thema Gras. Ne, der Master hatte geschrieben, du kannst so einstellen, ob langsam, normal oder schnell wachsen soll. Und zwar habe ich, also war alles, ne, da müssen wir hin. Da müssen wir hin. Also es war auf normal, weil ich habe eigentlich immer normal stehen, habe jetzt aber trotzdem mal nochmal auf langsam gestellt. Und wir spielen ja den Spielstand auf schwer und habe jetzt hier auch nochmal umgestellt auf Schwierigkeitsgrad, Wirtschaft schwer. Also wie in Real Life, ne, im realen Leben. Beagerst dich zu Tode und bekommst du aber Komma 4. So, spielen wir jetzt der Sternhof. Dann war. Genau, das muss ich noch schwaden. Das mache ich dann aber später, weil wir haben jetzt eben angefangen zu dreschen. Komm, mit dem können wir eigentlich hier weiterlaufen lassen. Ach, der ist voll, okay. Gut, gut, gut. Ich eile. Was wollte ich jetzt sagen? Ich habe jetzt gerade den Faden verloren. Mit dem Getreidesilo. Ich wollte ja eigentlich das Getreidesilo holen. Das gefällt mir auch sehr gut. Ich würde es auch gerne platzieren, aber wir wollen das ja realistisch spielen. Realistisch, wie es geht halt eben. Weil eben immer noch ein Game. Und wir werden das Getreide zwischenlagern bei uns auf dem Hof. So. Abtanken. Machen wir ein bisschen Platz. Also ich schätze mal so 2,5 Kipper wird es geben, weil das ist jetzt nicht so ein großes Feld. Und ich muss noch den Dings aktivieren. Die Thumbnails zu machen. Ich will das halt eben bei uns im Hof zwischenlagern, weil es hat auch nicht jeder Geld in Real Life, ne? Gerade Familienbetriebe oder kleinere Betriebe. Hier kann auch nicht gerade hingehen, kommen wir schulden mir für 80.000, baue ich mir eine neue Halle. Und wir werden halt eben jetzt mit den Ressourcen spielen, die wir jetzt momentan haben. Und wir müssen uns auch dann gut überlegen, was wir uns kaufen, weil auf der Bank sieht es noch sehr gut aus. Wir haben nur 200.000 minus, also in der Kreideschema bei der Bank. Also bis jetzt, toi toi toi. Ich hoffe, es bleibt so. Und wir haben noch 104.000 plus. Gerste verkaufen. 390, ja. Gut. Das sind halt eben schwere, also auf Schwerreise. Spielstand schwer. Wir werden mal vielleicht einen Kipper verkaufen. Und die anderen tragen wir uns dann hier hinten im Shop ein. So, das jetzt mal dazu. Also wie gesagt, wir kaufen uns jetzt kein Getreidelager, obwohl ich es gerne hätte. Aber nein, das machen wir nicht. Oh. Ah, glaube ich, gell? Ja. Ja. Da ist er ja. So, dann zu euren Kommentaren. Als allererstes mal ein ganz lieben Gruß an Hitze Hansi. Ich hoffe, dass es ihm bald besser geht. Dass es wieder alles so wird, wie es war. Weil Hitze Hansi, oder ich denke mal seine Frau oder seine Kinder, keine Ahnung, hat ihm geschrieben: Hallo Christian. Ich bin zwar kein Landwirt, aber da hast du meiner Meinung nach vollkommen recht. Hitze Hansi hat deine Videos immer gesehen, aber er lag längere Zeit mit Herzproblemen im Krankenhaus. Liebe Grüße aus Flensburg. Dann sage ich doch mal ganz liebe Grüße von hier, aus dem Hunsrück, aber im ganz kleinen Sendestudio. Ins große Flensbosch
Und ich drücke mir die Daumen, dass wieder alles gut wird. Ne? Mal mit Herzproblemen ist nicht zu spaßen. Das hatte ich auch mal 2018 war das. Weihnachten 2018 auf 2019. Beim Schwager auf Besuch. Auf einmal irgendwie komisch geworden. Haben mich schon hingesetzt, zwei Gläser Wasser getrunken. Da ging es dann wieder. Und stehe auf. Und auf einmal ist mir so schwarz vor Augen geworden. Und da hat mich meine Freundin gleich mit ins Krankenhaus gefahren. Und dann da rein. Da haben die gleich da einen Blutdruck gemessen und Herzschlag und hast du nicht gesehen. Und da hat der dann schon gesagt, sofort auf die Intensivstation, ihr Herz schlägt nicht regelmäßig oder zu hoch. So, das war dann schon mal wieder zu viel. Das ging es mir dann noch beschissener. Weil man möchte ja runterkommen. Und da hat das aber dann gerade das Gegenteil bewirkt. So, da war ich schon noch nervöser. Ich stand auf die Intensivstation, hab dann da gelegen zur Beobachtung. Die haben mich schon auch eingestellt mit Tabletten. Und wenn du da reinkommst und du legst dich da hin, rundherum nur Monitore, überall nur Kabel. Ich hab gedacht, um Himmels Willen, was ist nur los mit mir? Und das hat mich dann auch wieder aufgeputscht, anstatt mich dann runterzuholen. Und ja, seitdem nehme ich Blutdrucktabletten, morgens, mittags und abends, weil ich hab dann so einen hohen Blutdruck. Wurde dann daraufhin festgestellt. Und ja, also wie gesagt, mit Herzproblemen ist nicht zu spaßen. Hitze Hansi, ich spreche jetzt mal im Namen aller meiner Community und sage mal, wir drücken dir die Daumen, dass du bald wieder auf dem Damm bist und dass das alles wieder wird. Weil das ist, mit sowas ist nicht zu spaßen. So, das mal dazu. Dann hat Björn geschrieben, hallo Christian, du hast da vollkommen recht. Das ist nicht mehr normal, was hier abgeht. Am liebsten würde ich mir auch meine Koffer packen. Ja, Björn, an dem Punkt war ich auch schon zweimal. Ich würde am liebsten mal, oder wenn ich auswandere, dann nach Kanada. Irgendwo hin. So USA, Nordamerika, Kanada, so der die Kante. Aber ja, gut. Arbeiten musst du überall, ne? Gerade in Amerika, entweder du hast was oder du hast nichts. Und da ist ja mit der Krankenversicherung, musst du dann selbst dafür aufkommen oder selbst bezahlen. Und das ist alles auch nicht so einfach. Also, auswandern ist immer schön gesagt, aber ja, sag mal, da geht's uns doch eigentlich so mit Krankenkassen etc. doch schon ganz gut soweit. Klar, es gibt viele Themen, wo man sich drüber streiten könnte, aber ich sag jetzt mal, so ein Verhältnis mit Auswandern, das ist immer so eine Sache. Wenn du da keine Verwandtschaft irgendwo sitzen hast, wo du dann erstmal unterkommen kannst und ist halt eigentlich alles ziemlich schwierig mit deinem Ersparten dann auszuwandern und dann eine Wohnung zu suchen, Arbeit zu finden, das kann auch stellenweise in die Hose gehen. Also aber Björn, ich weiß, was du mit der Message sagen willst, ja, es ist alles nicht normal, was hier abgeht, ja. Gerade andere Bereiche, andere Themen, da könnte man, wie Karl-Heinz schreibt, ja, da hast du mit einem Thema angefangen, da kannst du dich tagelang unterhalten. Du kannst aber nichts ändern, du bekommst höchstens ein Magengeschwür. Ja, das ist, man könnte sich über so viele streiten. So, der hat jetzt natürlich wieder falsch geparkt. Ah, fahren wir gerade hin. Ja, wo ist er? Da ist er. Jawohl. Ja, stopp. Boah, ja, so schön. Ja, das sind andere Themen, aber die möchte ich jetzt hier gerade unbedingt auf meinem Kanal bequatschen. Das geht dann doch schon in andere Richtung, ins Eingemachte. Weil wir haben hier Landwirtschaft und eigentlich hauptsächlich nur landwirtschaftliche Themen. So, dann hatte der Karl-Heinz, mein Freund, der hatte, da muss ich mal aufnehmen, der hatte ganz, ganz viel geschrieben. Das war ja schon mal ein Brief. So, damals, so, jetzt haben wir nochmal ein Spiel. Jawohl, also mit dem Magenschwür. Ich bin kein Landwirt, aber dafür sage ich mal ein Teichwirt. Also Karl-Heinz hat Fischzucht und das ist auch so eine Sache. Nicht, dass unsere Fische, Karpfen und Forellen und das Futter von verschiedenen Institutionen untersucht werden. Nein, letztes Jahr kam noch so ein Verein und untersuchte unsere Fische auf Radioaktivität.
Und da kommt der Landwirt wieder ins Spiel, der uns letztendlich seine Produkte verkauft und da stehen wir ständig unter Kontakt. Wir arbeiten seit über 50 Jahren zusammen, da hast du so ein Vertrauen aufgebaut. Da können 100 Vereine kommen, wir können auf unsere Produkte 100% geben. Ja. Aber das ist auch, wie man sieht, nicht nur rein jetzt Landwirtschaft, Getreide, Milchprodukte. Du hast auch, wie jetzt beim Karl-Heinz mit der Fischzucht, da hast du überall so Probleme, ne? Wo dann irgendwann mal einer kommt, ey, Radioaktivität. Und ja, ich frage mich eh, warum die auf Radioaktivität und das so, also, warum die im Reaktor gebadet oder was? Naja, weißt du, kommt einer auf Ideen, ey, auf Radioaktivität. Frage ich mich jetzt auch, was das soll. Oder aus welchem Grund sich das hervorhebt. Welcher Gedanke steckt dahinter? Nun gut. Aber es ist halt eben, ne, in allen Bereichen, das kannst du jetzt runterbrechen bis aufs letzte runter. Es ist überall irgendwas. Das ist schon Wahnsinn. So, dann hatte Marian Daub. Marian Daub. Sorry, falls ich das jetzt nicht. Ich kann jetzt nicht genau rauserkennen. Egal. Jedenfalls hatte Marian Daub geschrieben: Hi Christian, demnächst werden alle Kühe getötet. Friday for Cow Death. Die sind alle verrückt. Aber satt werden wollen sie alle. Das ist bodenlose Frechheit. Und dann 1, 2, 3, 4, 5, 6 Ausrufezeichen. Wir sind so doof. Wenn du demnächst zweimal aufs Klo musst, kannst du dich bestimmt freikaufen mit einer CO2-WC-Karte. Lach. Ja, das ist wohl wahr. Also, es ging ja um das Thema, wo ich letzten Folge angesprochen habe mit den Kühen, dass sie jetzt einen Zusatz bekommen sollen und dass sie beim Rülpsen entstehen ja Gase und die Gase sollen unterdrückt werden. Ja, das ist. Ich frage mich immer, wer kommt auf so Ideen? Wer kommt auf solche Ideen? Sitzt der, die, man weiß ja nicht, ob es eine sie oder eine er ist, wo so auf solche Gedanken kommt, sitzen die da? Ja, was machen wir heute? Mein Kaffeebecher ist leer. Tja, also lass uns doch mal nochmal so eine geile, verrückte Nummer aufstellen. Ne, also, ich frage mich, das ist, die Mammuts früher haben auch gerülpst. Hat keine Sau interessiert. Und jetzt so die letzte anderthalb, zwei Jahre, ey, geht das mit dem Thema, ich kann es langsam nicht mehr hören, ey. Das ist in meinen Augen nur eine Geldmacherei. Eine Geldmacherei, dass unsere Regierung da Geld einnimmt, damit es dann genug hat, auf der anderen Seite zu bezahlen. Ne? Weil die ganzen Jahre, da hat sich keiner dran gestört. Und jetzt auf einmal geht das hier Wahnsinn. Und das ist in meinen Augen in den Krümmeln gesucht, um Hauptsache mal irgendwas gemacht. Also ich kann das nicht nachvollziehen. Echt, ich kann es nicht nachvollziehen. Das ist echt der Wahnsinn. Aber eure Kommentare, war sehr, sehr spannend. Und auch schön zu sehen, dass es nicht nur rein Landwirtschaft, also dann auch Fischzucht etc., dass das alles so einander eingreift. Und auch beim Karl-Heinz, wenn hier und da mal einer kommt und sagt, ey, ich guck mal nach, was da los ist, oder ich guck mal nach dem Rechnen, oder ich will mal was prüfen, ne? Wie jetzt hier mit den Fischen auf Radioaktivität. Also, unglaublich. Ja, so ist das. Aber ich mache mich jetzt mal noch die Tage schlau mit den Milchpreisen, weil das interessiert mich auch selber sehr. Ich habe einen Milchpreis im Kopf von 22, 23 Cent. Das ist aber schon Jahre her. Und mich würde jetzt auch mal interessieren, oder vielleicht finde ich auch irgendwie eine Tabelle, wie die Milchpreise die letzten Jahre so sind, gefallen sind, gestiegen sind, aber ich glaube eher gefallen sind. Weil damals, wie das mit der Mengenregulierung ja wegfiel, weiß ich noch, hieß es, oh geil, jetzt können wir alles verkaufen, was wir melken, ey, direkt ab. Ja. Und dann kam der Milchpreis ins Spiel. Der ist dann gesunken. Nachdem wir viele Landwirte angefangen hatten, eine Stelle zu bauen. Und die sind ja aus dem Boden geschossen wie Pilze. Dann weiß ich noch,
war damals eine Aktion, da wurde dann die Milch einfach in den Gulli gekippt. Oder in die Güllengrube, ne? Aus Protest. Weil es dann geheißen hat, ey, für das Geld, das können wir sie auch gleich wegkippen. Weiß ich noch. Und da mache ich mich dann auf jeden Fall nochmal schlau. Und wenn ihr noch Anregungen habt oder Fragen, oder sagt, hey Christian, pass auf, sprich das Thema mal an. Können wir gerne drüber quatschen. Und würde mich freuen in der nächsten Folge. Vielleicht gibt es da nochmal was Neues. Oh, 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 oh. Jetzt aber. Kann auch schon ziehen. Gerade mal 77% drin. Naja, auf dem Gerade laufen sie alle. Der Schuh wird getestet. Hier stehen lassen und fahren gerade mal bei. Ach, ist das schön. Also echt über die Kommentare. Ich habe mich so gefreut, ey. Das war Wahnsinn. Echt der Wahnsinn. Ja, und das ist das, was dieser Kanal ausmacht. Das seid alles nur ihr. So, Rundumleuchten im Ausmachen. Hilfe entlassen. Jawohl. Das ist halt eben, das macht halt eben Spaß, ne? Ach, da war ja schon raus. So. Okay. Gut. Wollen wir noch was drauf machen? So, Freunde, wir sind auch am Ende unserer Folge mal wieder. Ich hoffe, dass die Folge bis morgen früh um 5 da ist. Heute ist Dienstag, morgen ist Mittwoch. Also, wenn ihr die Folge seht, ist heute dann Mittwoch. Ich hoffe, das klappt alles, weil es war gestern auch wieder sehr spät, bis ich nach Hause kam. Und hoffe, dass das funktioniert alles soweit. So, dann noch eine Info für Clients, ne? Wochenende kommt der ganze Kram auf den Server, ne? Hofbergmann etc. Ja, ja, ich weiß. Juhu, juhu. Und dann, ich weiß auch nicht genau, wann am Wochenende. Ihr könnt dann per WhatsApp schreiben. Ich sag mal Bescheid. Das ist alles in der Mache. Ja, die Modliste kriegst du dann auch. Ich weiß, die möchtest du auch haben. Oh, da geht aber viel rein, du. Was ist das noch? Ah! Nicht ganz. Egal, nicht schlimm. Aber ich habe jetzt gedacht, ey, läuft das irgendwo auf dem Boden. Und wie gesagt, Kleins, das ist alles in der Mache und. Ich wollte jetzt eigentlich noch warten, bis das Update fix drauf rauskommt von der Hofbergmann, aber das so lange wollte ich. Müssen wir gucken. Müssen wir alles gucken. So. Dann fahre ich den jetzt mal auf den Hof abkippen. Ich bedanke mich bei euch. Hat wieder Spaß gemacht, hat mich gefreut. Und wir sehen uns in der nächsten Folge. Wie gesagt, wenn ihr Lust habt, über irgendwas zu quatschen, betrifft jetzt Landwirtschaft, dann ruhig in die Kommentare damit. Eure Erfahrungen oder wie ihr das bis jetzt umgesetzt habt. Und würde mich mal interessieren und die anderen Zuschauer sicher auch. Jetzt Hansi, bitte ich nochmal alles, alles Gute, gute Besserung. Bin den Gedanken bei dir, ne? Und hoffe, das wird nochmal alles so, wie es sein soll. So, dann danke nochmal an alle, die in der letzten Folge die Kommentare geschrieben haben. An Karl-Heinz, Marian Daub, Pizza Hansi und Björn und The Master. In diesem Sinne, Freunde, ich freue mich auf die nächste Folge bei Sternhof. Wir sehen uns. Bis dann, macht's gut, genießt noch eure Tasse Kaffee. Viel Spaß in der Schule, wer in die Schule muss noch. Und wer krank ist, gute Besserung. Wir sehen uns. Bis dann, macht's gut. Hallo, tschüss.